Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Turok 3 Shadow. Auf den Typ da! Oder was das ist, dieses fette Wesen! So, unsere Taktik, schieß ihm in die Plauze. Schon wird das eine Sause. Au. Das ist unsere Taktik, die scheint aufzugehen. Okay, du bist geladen, sehr gut. Der Mensch hat gestört, Hexe. Das gibt's doch nicht, ich muss oben bleiben. Der Mensch. Okay, das können wir nur, wenn der K.O. ist. Aber wird der K.O.? Ach, ohne Gravi. Okay. Das war's, Oblivion? Das ging ja fix. Wir laden so und verfolgen ein neues Ziel. Spüre die Essenz des Vergessenen auf und zerstöre sie. Okay. Okay, okay, okay. Wir sind voll dabei. Alter, für einen Notfall. Oder? Was meint ihr? Oh, komm. Eine Minigun? Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden. Ach komm, wir machen ihn auf Predator. Wir haben leider nur 100 Health. Granaten, wir sammeln nur ein. Ah, wir sind voll mit Granaten. Wie kann ich den Schuss für die Minigun einsammeln? Ach, ich bin doof, ich kann ja nur 100, weil ich... Aber zum Glück habe ich diese Waffe gesucht, sonst hätte ich mir überlegen müssen, wie ich den so betäubt kriege. Yeah.
Wirklich. Alter. Das ist eine Falle. Hier gehen links rum. Okay, das ist rechts. Fuck, ey. Aber gut gemacht, ich dachte schon, es wäre zu easy. Hier bekommt Ben sein. Drop the man, hell. Ach, wieder Schalter. Ich schalte mir ihn. Lass mich raten, wenn wir da runterfliegen, sind wir tot. Fuck you yourself. Komm schon. Und Money. Alter. Diese dämlichen Wächter. Ich sag's euch. Da bist du Matsche, wa? Meine Phrase. Ach, hier wäre noch Herz gewesen. Arschloch. Ich wollte gerade sagen, na, wir wieder welche sind. Aha, Zwangshose. Ich muss schon sagen, unsere Singularitätsgun, ob die so gut fürs Raumzeitkontinuum ist, und den Subraum vernichtet. Joshua? Hi, Danny. Josh, how? The house, the explosion, the... Shh. I'm all right. Everything's going to be fine now. I saw you shot. I saw you fall. None of that matters now. Actually... It does. Ava, no! What are you doing? It's okay, Danny. That's not Josh. Joshua? If you heal up, you kill your brother. Darkness is upon you, little Tarak. The Sons of Stone will fall this day! Miss? Alles ist schief! Boah, fick dich! Ah!
energy held within these satchels, the energy of creation, nearly destroyed you once. Now we are gonna finish it. You took our brother. Now you go to hell! Hey, sis. I was wrong about my visions, Danny. I know. The child, it was a trap. No, Danny. There is another child. Your child. The child is yours, Danny. You're pregnant. It happened just before Brian died. He never knew we were going to have a baby. He will be special, Danny. Protect him. No, Josh, please don't go. Ja, schade, dass es mit dem Grafikbug zum Schluss war. Es war ein bisschen schade, es hat mir genervt. Vielleicht war es ein bisschen horrormäßiger. Was ist das für eine Mucke? Okay. Ja, aber wir haben's durch. Das Ende wurde jetzt doch abrupt. Und ein bisschen komisch. Und relativ kurz, oder? Also ich muss sagen, da war... Teil 2 definitiv länger. Ich muss sagen, die habe ich ja vor Ewigkeiten gespielt. Und... Ja, also sag mal, da war ich noch nie so gut. Da muss ich mir erstmal wieder einen Shooter einspielen. Okay, rechnen wir 10-20% ab von den Folgen. Da habe ich auch sinnlose Sachen hier rausgeschnitten. Hier durch, ja, wenn ich mal es probiert habe und es war sinnlos, habe ich jetzt einfach mal rausgeschnitten. Sag mal so, ne? Deswegen werde ich am Ende mehr Tode haben, als ihr gesehen habt. Aber ja, also ich habe mir mehr vom Ende erhofft. Es war nie schlecht. Storymäßig, es war dichter als der zweite Teil, deswegen hat es mehr Speicherplatz vielleicht gebraucht. Und deswegen war es so kurz gefühlt, ja, sag ich mal, so wie der erste Teil in der Länge, ne? Wie gesagt, wir haben mehr Folgen im ersten Teil, aber da, wie gesagt, habe ich jeden Scheiß drin gelassen und war dann nicht so gut, ne? Wie ich jetzt bin. Ich bin jetzt Bombe, ne? Ja, das Einzige, was mich jetzt geärgert hat, ist dieser Grafikbug wieder am Ende. Naja, ich wollte es aber auch nicht aufhören oder abbrechen. Und ich habe die Zombie-Gun nicht richtig benutzt. Naja. Storyline nie schlecht. Jetzt ist er nur schwanger. Tja, da ist ja der Nachfahre der Son of Stones, der nächste Durak, sag ich mal. Der ist ja gesichert. Aber doch ein bisschen einfacher, also... Ich sag mal, das Oblivion Monster, die Essenz ist ja Bug gewesen, da hätte man sich was Besseres einfallen lassen müssen. So, von der Grundstory fand ich geil gemacht. Aber was hat das jetzt mit den, die haben da einen anderen Plan gehabt? Waren das jetzt der Rat der Weisen quasi? Hä? Das hätte ich jetzt ein bisschen mehr gewusst. Dass Joshua jetzt, sag ich mal, den Bösewicht in sich trägt, ja, war cool, muss ich zugeben, aber, ja, das ist irgendwie eine energetische Macht und dann mit den Steinen, aber das kleine Vieh ist ja jetzt nichts Besonderes. Und dann zack, putt. Our decision is made, Speaker. Your place is here. I can save him. And serve what purpose? His death was ordained, as is your duty to this council. I have served the council since the time of my mother's death.
In all that time, I have never questioned its wisdom or its motives. Mind your tongue! You are the speaker of Forever Light. It is your place to serve this council, nothing more. We will hear no more of this. Please, I have to try. For Joshua. Be warned, Speaker. The course you choose now may well determine the future of your family's standing with this council. It is the will of the Council of Voices that you remain here and fulfill the duties that you are bound to by birth. Is this to be my thanks for a lifetime of servitude? Is this to be my legacy to my mother? I can save him! If the Council will not grant me this reprieve, then I have no choice but to defy its wishes. Ooh. Iri? Yes, Council. She grows more insolent by the day. She loves him. No matter. She's a danger to us all. Prepare yourself. Of course, Council. Was zum... Okay... Das ist ja... ich kann nochmal durchrennen mit allen Waffen. Kann man da was freischalten und mehr Storyline? Ach, geil. Naja, werden wir mal sehen, ob es dann mal hier noch was gibt. Wir sind natürlich gespannt. Wollen wir mal, wir gucken noch mal rein, ne? Stunden Tode 16. Okay, das kennen wir schon. Alter, ich hasse diesen. Okay, nee, geht nicht. Hä? Ups, was mache ich denn? Egal. Egal. Naja. Was hier weiterläuft, werden wir noch rausfinden. Das scheint ja noch nicht zu Ende zu sein. Also zumindest für eine zweite Session sieht's gut aus. Oder es war ein Foreshadowing, die wollten einen vierten Teil machen. Naja, egal. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Aber das war's für heute. Sag ich mal so, ne? Ja, wie es weitergeht, kann ich ja nicht sagen. Ob es weitergeht, das werdet ihr sehen, wenn es wieder heißt Let's Play irgendein Nintendo 64-Class oder Turok 3 Shadow of Oblivion. Naja, wie immer, wenn es euch gefallen hat... Upsi, Entschuldigung. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten, sagt der Michael Cooper, wie immer... Shall we leave?